Hallo Film- und DVD-Fans, willkommen zu einer neuen Montags-Review hier auf Review Entertainment. Heute stelle ich euch All Night Long 2 aus dem Jahr 1995 vor. Ist wieder mal der Regie von Katsuya Matsumura entstanden. Vor ein paar Wochen hatte ich ja schon den ersten Teil vorgestellt gehabt und jetzt gibt es den zweiten als Nachschlag. Der Nun des Films ist sehr hauchdünn ausgefallen. Es geht um den jungen, schüchternen Shinichi, der von einer Jugendgang und deren homosexuellen Anführer terrorisiert, erniedrigt und misshandelt wird. Und dann kurz Zeit später übers Internet drei andere Jugendliche kennenlernt. Sie werden sozusagen Freunde. Allerdings geraten sie auch in die Fänge der Jugendgänge und werden von seinen Augen erniedrigt und misshandelt, bis der gute Shinichi durchdreht und dann wirklich heilloses Blutbad anrichtet. All Night Long 2 verzichtet fast gänzlich auf irgendwelche Charaktereinführungen. Der Film geht eigentlich anfangs schon wirklich in die Vollen, wenn man sieht, wie Shinichi in so einem leerstehenden Gebäude gequält und erniedrigt wird. Und das Ganze zieht sich natürlich bis zum Ende hindurch, was natürlich für zartbeseitete Naturen erst gar nichts sein sollte. Vom Gewaltgrad her übertrumpft der Film sogar noch den ersten Teil. Allerdings gehen Splatter oder Gorehounds eigentlich fast wieder komplett leer aus, auch wenn es hier ein bisschen grafischer wird, aber nur ein bisschen. Der Film lebt in erster Linie von einer wirklich extrem kranken Atmosphäre in Kombination mit wirklich menschenverachtender Gewalt, die einhergeht mit sehr offenherziger sexueller Erniedrigung. Der Film ist bei weitem nicht so prüde wie der erste Teil, allerdings durch das Fehlen sauer aufstoßen, wie er wieder mal mit Frauen umgegangen wird. Also ein ziemlich frauenverachtendes Werk. In gewisser Weise soll natürlich auch dieser All Night Long Teil natürlich wieder gesellschaftliche Missstände, die in Japan herrschen, unter Jugendlichen natürlich anprangern. Diese Emotionslosigkeit, diese Unterkühltheit, das kommt auch wirklich sehr, sehr gut rüber, auch aufgrund seiner Atmosphäre. Aber zum Ende hin driftet der Film wie der erste Teil in extrem unfreiwillig komische Gefilde ab, wenn Shinichi anfängt zu lachen oder so. Oder ja, die deutsche Synchronspur ist auch nicht wirklich der Renner, sondern ziemlich lächerlich. Und die Figuren sind allesamt nicht wirklich sympathisch. Die Jugendgang soll ja auch nicht sympathisch sein, aber Shinichi und seine Freunde sind auch nicht wirklich sympathisch. Und das macht es schwer, mit irgendjemandem da mitzuführen. Daher passt diese Unterkühltheit zu diesem Werk. Man sieht es als Beobachter, ein gewisser Voyeurismus ist auch dabei, aber mehr auch nicht. Leider bekommt der Film weniger als der erste Teil, nur klägliche 5 von 10 Punkten. Der Film ist natürlich vor kurzem wieder in der Cat 3 Serie von Illusions erschienen, sehr hochpreisig in einer schönen Hardbox. Allerdings wird aufgrund des reduzierten Videolooks hier weder ein Augenschmaus noch ein Ohrenschmaus geboten. Extras gibt es nur ein paar Trailer und die 4 bekannten Postkarten. Und ob man dafür wirklich so viel Geld ausgeben will oder muss, muss jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall ist dieser Film wirklich ein mittelmäßiger Film und daher nur den extrem hartgesottenen Fans von Sickos zu empfehlen. Das war's auch heute mal wieder mit einer schönen flauschigen Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Lord.